Auf jeden Fall möchte ich euch hier diese von Acefast, diese Smartphone-Halterung vorstellen. Die ist fürs Fahrzeug, fürs Auto gedacht, dass man das Handy vorne im Auto platzieren kann. Gibt es bei Amazon natürlich oder auch im Internet allgemein. Ich hatte ja, wie gesagt, schon verschiedene Erfahrungen gemacht mit Handyhalterungen. Gerade so eine billige beim, nicht billige, die eine, wo ich hatte, die war vom Edeka, so eins aus dem Halterdings raus, die hatte relativ schnell versagt, da war es dann abgebrochen. Das ist so eins, das kann man nachher von außen so festmachen, hat hier so einen Saugnapf drin, wie immer, oder beziehungsweise ich habe so mit Klebefolie, das ist Silikon, das man dann anschließend hier über diesen, über den Knopf dann festmacht, also man drückt es auf, wenn man, man sieht jetzt schon, der hat schon jetzt eine Saugwirkung, ja. Allerdings ist jetzt noch so Schutzfolie drauf, damit da nicht so viel Staub mehr kommt. Kann man dran lassen und sobald ich dann da runter drücke, ist das quasi fest. Und jetzt kommen diese Gegenteile, die Zusatzteile dazu, das ist dann so eine Halterungsplatte. Die ist dann schon mal defekt, die ist schnell dann verdreckt. Und jetzt haben wir noch die folgenden Teile. Also, Klebeblättchen von M3. Hey, das ist schon voll cool fest. Dann haben wir hier verschiedene Halterungen. Da geht es nachher darum, zur Befestigung im Fahrzeug. Man kann das so in die Dinge reinmachen. Anleitung, da ist dieser Knopf drauf zum da reinmachen. Mal gucken, wie das geht. Muss man wahrscheinlich abdrehen, dann da reinmachen, da drauf drücken, er ist fast. Ja, da kommt nachher das Handy auf, aber das hält jetzt natürlich noch nicht. Ja, das hält so noch nicht, das kommt jetzt innen drinnen diese magnetische Gegenhalterung ran. Dann ist so eine kleine Anleitung mit drin. Dann haben wir die Anleitung in Englisch, in Englisch, in Englisch. Das ist, wenn man es vorne auf dem Auto platziert und runterhängen lässt, also wenn man es da oben auf die Armaturen aufmacht und dann so runterhängt und dann das da dagegen hängt, magnetisch, ja. Das ist also geringfügig magnetisch, aber da muss man innen eine magnetische Gegenplatte nehmen. Ha? Okay. Nee. Das sind die dann. Ja, da haben wir sie. Das sind die magnetische Gegenplatte. Die macht man ins Handy hinten, die ins Cover rein. Und dann da in das Cover mit rein und da drunter kann man hier mit reinkleben oder auch nur reinlegen, reicht auch schon, müsste theoretisch auch schon gehen. Ja. Ich lege jetzt mal eins rein, okay, ich lege es jetzt nur mal so platziert rein, das muss dann reingeklebt werden, also empfiehlt sich natürlich rein zum Kleben, ne? Okay, wird reingeklebt, jetzt müsste das Handy immer noch reinpassen. So, und jetzt müsste das auch halten. Okay, also das hält es. Dann haben wir das da, der Ring ist zum Festschrauben. Und das ist jetzt, wenn man es oben hängt ans Auto. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich das zwischen in diese Lüftungsgitter mit rein, wenn man es da mit rein macht. Und dann hat man. Da muss ich nochmal nachgucken, wie die funktionieren. Ins Lüftungsgitter geht es ja, wie gesagt, auch vom Fahrzeug. Man kann es dann anbringen, wie man will, und dann hängt es da dran. Jetzt gucken wir mal. Also wenn ich kopfüber fahre, so fahre ich mit meinem Auto. Ich habe natürlich diese TPU, die große TPU-Fläche drin. Da wäre es natürlich sinnvoll. So, jetzt gucken wir uns das mal am Auto an. Jetzt gehen wir mal raus und schauen mal, wie es da alles platziert wird. Und diese Fläche hier, die ist gedacht dazu, wenn man im Fahrzeug oder auf anderen Flächen eine feste Befestigung haben will, dann kann man die hier ankleben
und kann die dann von mir aus nachher nur drauf aufmachen und kann die dann dort drauf platzieren. Also so, dass sie dann quasi removable ist letztendlich, okay? Das ist mal ein Teil. So, und da haben wir jetzt das Ganze im Auto. Im Auto ist es so gedacht, dass man es entweder hier montiert oder das Teil in diesen Schlitz reinmacht. Also man hat jetzt hier diesen, man kann das ja einen Lüftungsschlitz reinmachen. Lüftungsschlitz ist immer relativ einfach. Muss man hier natürlich jetzt, wir sind jetzt immer Golf, VW Golf 7er, glaube ich. Da kann man das so reinsetzen. Allerdings gehört es, glaube ich, so rum rein. Und dann hat man das Produkt hier rum dran. Man muss das hier zwischen rein einklemmen, denn die zwei Pins da. Hier ist die Schraube, mit der man das hochziehen kann. Das heißt, wir gehen da rein, ziehe das am besten so mit dran. Da steht ja auch dran, hier Schraube nach vorne. So, und jetzt kann man so festschrauben. Also, so, jetzt geht's. So haben wir das jetzt ordentlich dran und können noch diese Halterung einmal so fest einstellen, dann hängt das Handy so mit dran, okay? Das ist jetzt also ein Vorgang. Dann hat man das Handy so dran und kann sich zum Beispiel Google Maps anmachen und hat dann die Karte dran. Und jetzt haben wir natürlich nur das zweite und das ist jetzt auch fest. Da sieht man, das hängt komplett fest. Also ist gut zum Bedienen. Da kann man Route ausrechnen und sagen, ich will nach Ofterschwang. Wo bin ich? Ofterschwang. Ja. Ja, da fahre ich jetzt hin. Geil, da fahre ich hin. Da sage ich einmal Route und schon fährt er los mit dem Auto. Das ist das Gute dran, dass er das so macht. Naja, hat er vielleicht eine schlechte Verbindung. Dann kann er jetzt loslegen. So, das ist jetzt der eine Vorgang. Jetzt haben wir diese Dings mit dran. Und der andere alternative Teil ist, dass man hier oben diese Halterung festmacht. Und da muss man halt aufpassen, dass das klebt ja nur begrenzt. Also hier ist ja rund. Also ich finde das hier schon besser. So. Aber zum Beispiel bei einem Fahrzeug, das andere Halterung drin hat. Machen wir das mal weg. So. Wir machen das hier rein. Machen den Dinger da ran. Und das ist jetzt hier zu flach, also da ist ja Wölbung drauf. Wenn, dann würde das bei dem Fahrzeug nur hier vorne geben. Da bräuchte man dann aber auch diese zweite Klebefläche, die ich jetzt gerade dabei habe. Die habe ich jetzt gerade dabei, aber das würde hier eh nicht reichen. Also hier ist es, dieses Armaturenbrett mit dem Teil ist durch diese Musterung hält es dann nicht sauber. Also wenn, dann hält es dann. Das ist hier die richtige Lösung. Das hier ist keine Lösung, weil er da eine ungerade ist. Man braucht eine glatte Fläche dazu. Höchstens, ich mache es da auf, okay? Da geht auch nicht. Alles rund. Man braucht eine glatte Fläche dazu. Machen wir das hier weg. Machen wir das da ran. Und haben jetzt diese Halterung dran. Das ganze Teil heißt Ace Fast. Und da kommt einfach das Handy mit ran. Und man kann. Nee, bedienen kann man das noch nicht mehr. Man kann es nicht mehr verdrehen, das eine. Man kann es nur auf und zu drehen. Soweit geht es noch. Also sehr schön. Gut gemacht.